Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, Zertifizierung ist die größte Hürde. Aber seit Juli diesen Jahres hat die europäische Behörde eine neue Bauvorschrift für Flugtaxi etabliert. Die ist jetzt live. Das heißt, wir wissen, zu welchem Sicherheitsstandard wir entwickeln und unser Serienprodukt bauen müssen. Soziale Akzeptanz ist sehr wichtig für uns. Also wir gehen da wirklich in Fokusgruppen, Zielgruppenbefragungen, aber auch breite Befragungen und kriegen dort auch das Feedback, was sehr wichtig ist. Wie muss unser Produkt aussehen? Wie muss unser Service aussehen? Und welche Probleme oder Hemmnisse gibt es vielleicht noch, um dahin zu kommen, dass jeder gerne in ein Flugtaxi einsteigt? Im Moment sind die Drohnen eher noch, ich sag mal, in den Startlöchern. Wir erwarten aber schon in den nächsten 2 bis 3 Jahren durchaus 400.000 Drohnen hier in dem Bereich, hier, auch durchaus in Deutschland, primär aber im kommerziellen Bereich. Wenn man so ein bisschen dem Gartner Hype Cycle folgt, dann haben sich die Drohnen in den letzten Jahren in einer relativ sprunghaften Form positiv entwickelt im industriellen Bereich. Und die Logistik war eigentlich immer so der Bereich, der so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das hat sich glücklicherweise geändert. Heute ist es so, dass Drohnen durchaus als ernstzunehmendes Werkzeug verstanden wird zur Datenerfassung. Jeder sieht die Drohne, aber die ist eigentlich nur der Schlüssel zum Erfolg, der erste Schritt. Die eigentliche Intelligenz kommt tatsächlich aus dem klassischen maschinellen Lernen, das heißt also Algorithmen, neuronale Netze, die wir nutzen, um Bilddaten so zu verarbeiten, dass wir daraus dann wertvolle Informationen generieren können. Die Drohne ist im Moment unsichtbar. Wir können sie zwar sehen, also Sie sehen eine Drohne, aber auf dem Radarschirm hat sie keine Technik, dass sie erkannt wird. Sie ist im Moment noch so klein und filigran, sie wird auch von keinem Radar erfasst. Unser Ziel ist, eine Technik zu etablieren und einen Standard für eine Technik zu setzen, dass man europaweit Drohnen auf Radarschirmen und auch im Cockpit sehen kann.